Na ihr? Wir sind zurück. Hi. Wir sind zurück zu Robin Hood, Prince of Thieves und ich bin gerade in der Kathedrale. Ich mache sofort weiter, ich bin schon so aufgeregt. Und bin dabei, den Brief, in dem der böse Baron seinen bösen Plan erklärt, zu finden. Den er einfach so aufgeschrieben hat, wahrscheinlich in seinem Tagebuch. Warum sollte er sonst aufschreiben? Die Frage ist, wie konnte denn der Ehemann diesen Brief überhaupt sehen und hat ihn dann nicht einfach mitgenommen? Hm. Und warum kann ich den Baron nicht einfach es läuft doch sowieso darauf hinaus, dass ich diesen Baron... What the fuck? Wer bist du? Bist du die Weißen oder die Schwarzen? Wir sind die Weißen. Okay. What the fuck ist das ein... Jetzt ist dann die Sache, jetzt hättest du auf jeden Fall deinen Bruder, den Little John, hast du nicht ausgerüstet. Ja. Robin findet 4 Bandagen und 2 Beutel Gold in den Überresten. Sind die anderen jetzt weg? Okay, das ist ja geil. Schön, super. Also, das macht alles keinen Sinn und wieso, also ich werde auch eh gegen den Baron kämpfen, also wieso greife ich als Robin den Baron nicht einfach sowieso direkt an, anstatt jetzt nochmal hier in das schwerbrachte... Weil wir ein Mann des Gesetzes sind und kein Mann des Hörensagens. Ja, hast auch wieder recht. Wir töten nur, wenn wir auch wirklich einen Grund dazu haben. Ja, schade. Und zwar die ganzen Wachen auf dem Weg zum Beweis. Das ist egal, dass wir die alle umbringen vorher. Ja, umgebracht, weiß ich nicht, ne? Überrest ist ein dehnbarer Begriff. Stimmt. Wahrscheinlich ist Robin Hood so ein Batman-Typ. Und der betäubt die alle nur. Ja, gehe ich fest von aus. Das wird eh ganz am Ende sein. Na, ja, du hast ja irgendwie recht. Komm, dann gehen wir noch ganz nach oben. Aber es war schön, mal wieder so einen Kampf zu haben. Und vor allem ist es angenehm, dass jetzt diese ganzen Viecher weg sind, ganz ehrlich. Also, es ist ja ein Stressfaktor. Ich frage mich nur, ob das wirklich für immer so bleibt. Wenn ja, dann war es ja doch nicht so schwer bewachbar. Da waren ja schon einige. Da ist der Brief. Da. Oh Gott, die kommen jetzt wieder, ne? Sie kommen doch bestimmt wieder. Stimmt. Aber ich habe die Hoffnung, dass ich jetzt im rechten Raum noch eine Waffe vielleicht finde oder einen Bogen. Das wäre nett. Aber ich glaube nicht. Ich frag mich ja immer, ob du die Kerzenständer mitnehmen kannst. Nee, da kommen wir auch gar nicht ran. Die Frage ist ja, welchen Zweck sie erfüllen würden. Gut aussehen? Licht geben. Dafür habe ich ja eine Fackel. Stimmt. Die ist ja anscheinend ja auch ein wichtiges Item, weil die wurde ja mitgegeben, obwohl ich ja per Cheatcode hier quasi eingestiegen bin, per Passwort. Vielleicht braucht man die irgendwann in einer dunklen Höhle oder so. Man weiß es nicht. Was ich weiß ist, dass der Baron jetzt mit sehr viel Stress zu rechnen hat. Der weiß noch nicht, was auf ihn zukommt. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt diesen Brief verteilen. Halt's Maul! ich werfe mir jetzt nochmal... Achso, ich habe ja 4 Bandagen bekommen, stimmt. Ja, toll. Ich werfe mir mal eine Keule nochmal rein. Ach, guck mal, Duncan hat den Brief in der Hand, kann das sein? Jo. Wer ist denn Duncan überhaupt nochmal? Keine Ahnung. Wo haben wir den her? Ist das dein blinder Butler? Stimmt, ja. Und ich habe dadurch 6 HP auch bekommen. Nice. Oder 5 waren's. Super toll. Was ist das denn da? Weiß ich auch nicht. Ohne Worte hat der gesagt. Sieht aus wie so ein Ohrenmann. Wer wagt es, meine Hochzeit zu unterbrechen? Ich habe den Beweis. Ich wusste es. Ich wusste, dass ich jetzt kämpfe. Such wieder einen guten Spot. Kommt der da auch hoch? Okay, hier. Das hier steuert sich so irgendwie doch ganz gut. Also ich. Jetzt, ich würde nicht näher kommen. Du hast dich da jetzt eigentlich so ziemlich in eine scheiß Lage gebracht. Wow. Ihr trefft euch beide nicht. Jetzt. Verdammt, ich hatte ihn gerade getroffen. Ja, dich dann aber auch. Ja, aber... Ach, fuck. Na. Auf den Tisch will ich gar nicht immer wieder springen. Da bringst du dich doch nur in eine schlechte Ausgangsposition. Ja, aber ich wollte, weil ich ja weniger HP habe, ich wollte von da oben drüber springen, weißt du? Oh. Das ist vorbei. Oder der...
Was ist das? Ich glaube, das Spiel spielt verrückt. Damit hat das Spiel nicht gerechnet, dass jemand so schlecht ist und diesen Kampf nicht geschafft hat, nicht schafft. Ja, da baut sich immer wieder dieses, der Text, also der Editor so auf, ne? Ja. An der Stelle darf man nicht sterben. Genau, weil sonst das Spiel explodiert. Ja. Ja, ich würde sagen, ich drücke auf Reset und versuche mal mit dem Passwort vielleicht ins Level reinzukommen. Versuchen wir mal. Tun wir es einfach mal. So, liebe Leute, jetzt passiert was Unglaubliches. Also, ja, versuchen wir es mal. Ich werde jetzt das Passwort Cathedral eingeben. Mhm. Und dann kann ich Save the Wedding hoffentlich machen. Also, wir warten, bis der Hauptbildschirm kommt und 8x A, 8x B. Unglaublich. Das ist so ein Wunder. Ich finde sowas irgendwie richtig geil, wenn man so Sachen, die man sein Leben lang kennt. Katheter. Cathedral? Kannst du. Hä? Cathedral? Was schreibst du da? Cathedral? Was schreibst du? Ich bin gerade total durch. Leute, es tut mir so leid, ne? Ja. Das passt trotzdem nicht, ne? Versuch das selber. Vielleicht geht das ja. Oh, den ganzen Weg musst du trotzdem wieder machen. Tolle Wurst, aber dafür mit 100 HP. Mm. Und ich habe ja wieder meine ganzen Rotz-Items. Oh, ich muss meine Waffe anlegen, ne? Das wäre nicht schlecht, ja. Die Musik ist auf jeden Fall nett. Ja, ich wollte eher sagen, dass die mir langsam ziemlich auf den Sack geht. Ich find's schön. Du bist viel zu kritisch, was sowas angeht. Ein paar Experience Points sammeln. Oh, du Clown da, ey. Ah, und nach rechts. Oh, schaut euch das an, wie ich hier abgehe. Ich glaube, die Diagonal gehen ist schneller. Oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, das kommt mir nur so vor, weil das. Weil das nach zu den Seiten breiter ist, wahrscheinlich das Bild. Ich habe schon das Gefühl, dass das schneller scrollt. Na doch ein bisschen. Ha, ihr Würste. Und Robin Hood hat sie wieder alle abgehängt, so du bin ich. Du bist der Man. Ja, auf die Äpfel-Sammeljagd verzichte ich jetzt mal. Jetzt ist die Frage, heile ich mich mit dem großen Ding, bevor ich jetzt ins obere Stockwerk gehe, oder versuche ich im oberen Stockwerk bis zu der Stelle zu laufen, wo die große Schlacht ist? Ich würde mich vorher, weil danach, Entschuldigung, danach brauchst du das ja nicht mehr wirklich. Sobald du die Schlacht ja gewonnen hast, ist ja nichts mehr da oben. Deswegen würde ich lieber auf den Baron. Ja, aber der Baron. Ja, da kannst du doch nochmal was essen. Na gut, du musst nur sehr viel essen. Ah, du hast recht. Dann nehme ich mir jetzt die richtige... Du hast den Bogen. What the... Little John hat ihn automatisch dabei, das ist doch toll. Bam. Ich hoffe, ich habe Pfeile. Weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ich rüste mein Team mal eben ganz schnell aus. Ich danke, gebe ich nur ein kleines Messer, der ist blind. Ja, was ist da passiert, ne? So, was für Little John? Der Devil ist auch blind. Alter, sein einziger Fehler war, Ben Affleck zu sein. Alter, hast du die neue Daredevil-Serie schon angefangen zu gucken? Nee. Sie ist seit, jetzt wisst ihr, wann wir es aufnehmen, die ist seit gestern raus. Ach, ist schon. Ja, ich hab nur die Werbung irgendwie gesehen, aber ich habe immer noch nicht verstanden. Alter Schwede, ist die Serie wirklich, also man kann sagen, ist es einfach ein Paradies für jeden Fan von Comics und generell von Comic-Verfilmungen, weil sowohl die DC-Serien mit Arrow und Flash als auch
die Marvel-Serien, wobei die Filme ja bei Marvel sowieso, die Serien S.H.I.E.L.D., also Agent of S.H.I.E.L.D. und Agent Carter und Daredevil supergeil sind. Hm. Und a.k.a. Jessica Jones kommt jetzt auch demnächst, also es wird nur noch besser. Worüber wir das handeln, das habe ich noch nicht wirklich... Das ist so eine... Aber du hast ja jetzt auch den Bogen. Genau, so eine Detektivin, die gut abgeht. Auch eine Comic-Verfilmung, oder? Ja, ja, klar. Komplette Comic-Verfilmung, alles. Und die, da ist jetzt schon klar, dass es einen Spin-Off von geben wird. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe zwei Truhenschlüsse gefunden, stand da, glaube ich, gerade. Truhenschlüsse? Ja, die habe ich, glaube ich, vorhin nicht gefunden, oder? Weiß ich nicht. Ja, wie dem auch sei, das Geile ist, dass ich jetzt hier, wir können ja mal kurz nachgucken, was ich habe, dass ich aber immer noch Pfeil und Bogen habe. Oh, geil. Yeah. Das macht's doch schon viel einfacher. Da, siehst du den Truhenschlüssel? Ich sehe ihn und bewundere ihn. Unbelievable. Das Blöde ist, dass ich wirklich gegen diesen Baron gleich auf fairem Wege gewinnen muss, ne? Ja. Gut, was heißt fair? Er hat viel mehr HP. Das ist ja schon ein Witz für sich genommen. Vielleicht kannst du so viel fressen, dass du auch so viel HP hast. Nein, meine ich nicht. Ich schaff's auch so. Ich würde gerne mit dem Bogen zum Schwertkampf gehen. So wie Arrow, der es nicht gemacht hat. Season 3, Episode 9, zieht's euch rein, Leute. Jeder Arrow-Fan... Spoiler alert! Nein, die Folge ist einfach nur der Mega-Burner und wenn diese Folge euch nicht mitnimmt, dann habt ihr alle kein Herz. Auch wenn man mit der Folge anfängt? Ich würde mit der Folge nicht anfangen. Selbst wenn man mit der Folge anfängt, hat man, glaube ich, ein Gefühl dafür, wie krass sie ist. So krass ist die Folge. Krass. Ja, ich renne mal wieder hoch, ob jetzt wieder der Otto sitzt mit seinen Übrigens, Segelungen. Wenn wir ja gerade sowieso schon dabei sind, diese Folge in einen zeitlichen Kontext zu setzen, ich gehe ja mega ab, dass ab heute eigentlich Game of Thrones wieder anfängt. Sky hat ja seinen Game of Thrones Channel auch jetzt eröffnet, also diesen alten anderen Channel umbenannt. Und da kann man sich jetzt jeden Tag alle Folgen Game of Thrones am Stück quasi so geben, wenn man Bock hat. Geil. Und wie laufen da dann jetzt immer die neuen Folgen? Auch immer Sonntag schon? Ich glaube ja. Und ich glaube mit deutscher Synchro und mit englischer, nee, mit englischer Synchro. Ja, so ist es. Ja, im Original, ja. Synchro wird das nicht sein. Das sagst du jetzt so, die meisten Serien werden mittlerweile bei Sky so sofort synchronisiert. Ja, aber ich meine jetzt, Englisch ist es ja nicht synchronisiert, weißt du? Achso, ja klar, achso, ja, du weißt, was ich meine. Ich meinte O-Ton, Originalton, ja. Originalverfassung. Aber guck mal, in der Zeit, wo du überhaupt nicht aufpasst, machst du den total zur Schnecke. Ja, ich habe gleich VP und drücke nur auf die B-Taste. Ich passe auf, ich bin einfach in der Zone. Achso, okay. Ja. Du hast vielleicht diesmal gewonnen, aber ich werde mich... Ach. Du bist doch tot. Der Sheriff wird davon hören. Oh ja. Der Tesla noch weiß, wie man das macht. Alles, was er sucht, ist Freiheit, Jan. Ja, eine Schande, sagt die Braut. Das war jetzt dieses Ding, was gerade kam. Weil das war wahrscheinlich gerade der Auslöser des Bugs. Weil das ich habe die Braut vorher nicht angesprochen und dann hat sich das vermischt mit dem Game Over Screen. Jetzt ist nur die Frage... Warum bin ich jetzt noch hier? Wieso wurde ich nicht zurückteleportiert in das verfickte... Ja, weil du da hinlaufen musst natürlich. Lager, ich raste aus! Oh, ja, das schaffen wir noch in dieser Folge, denke ich, dass ich einfach zurücklaufe. Die Braut bleibt okay. Da hängen. Okay, geben wir das den Leuten einfach, dass du das in Echtzeit nochmal zurückläufst. Ja. Ja, wer weiß, vielleicht passiert jetzt noch was Krasses. Vielleicht werde ich ja noch... Die Frau wird zum Transformer wahrscheinlich. Vielleicht werde ich ja noch überfallen. Oder vielleicht greifen mich die Schergen des Barons oder des Sheriffs jetzt nochmal an. Aber dafür ist die Musik wahrscheinlich zu fröhlich. Ey, wenn ich jetzt durch diesen gesamten Wald wieder gehen muss, ne, mit den ich Leuten... Ich denke, das wirst du machen. Oh nein. Ich will aber nicht. Ich würde ja sagen, ich mach das für dich, aber dann bist du tot. Man hat sich leicht, Leute, ne? Ne, wenn man schräg geht, ist man definitiv schneller, bin ich mir absolut sicher. Ja, kann gut sein. Nein. Also, wie war das? Sieht gerade so aus, als wären vielleicht keine Leute mehr da. Ob ich jetzt in der Zeit, wo hier ganz viele Items abstauben kann? Weiß ich nicht. Leute, ich weiß, das ist so spannend, deswegen mache ich das mal lieber nicht. Danke, Jan. Bitte, bitte. Lalalala, lalalala, ich bin Robin Hood, lalalala. Steine liegen mir im Weg.
Wenn das Leben dir Steine in den Weg legt, mach Limonade draus. Mein Gesicht ist ein Stein. So, ich glaube, ich hab's geschafft. Geil. Da sind sie am Arbeiten. Uff. Das ist harte Arbeit, aber bald steht unser Lager. Ja, Arbeit, Arbeit. Das will ich aber auch hoffen. Wie wir nicht verlassen. Achso, ich war unten. Ah, okay. Ich bin doch gerade oben rausgegangen. Das macht auch keinen Sinn. Rede nicht über Sinn und Nicht-Sinn. Achso, du musst nach rechts jetzt, glaube ich. Oder irgendwo anders her. Durch die Büsche. So, Ehemann. Über ein riesiges Wildschwein, das die Dörfer... Bedankt er sich nicht bei dir? Ein paar sind gekommen und haben uns um Hilfe gebeten. Wer ist das? Wer anders? Ja, es war der gleiche, von dem ich mit der Frau gewechselt habe. Das gleiche Gesicht, aber das kann ja einfach so ein generic Dude sein. Ja. Um ein, das riesige Wildschwein zu erlegen. Ich würde sagen, dieser Aufgabe nehmen wir uns in der nächsten Folge an. Ja. Ich mach das Ding wieder an, sonst haben wir keine Hintergrundmusik. Ist komisch. Ja, und gerade diese Hintergrundmusik ist ja... Da kann man sich reinlegen. Ist wie eine Wanne. Schweineblut. So, bis zum nächsten Mal. Tschö.